Wenn du wissen willst, wie man mit dem Bike in die Luft springt, dann ist das folgende Video Bunnyhop aus meinem Videokurs Die beliebtesten Tricks auf MTB und BMX seit Generationen für dich genau richtig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen. Du möchtest mit deinem BMX oder Mountainbike über Hindernisse am Boden springen oder über steile Rampen fliegen? Dann führt kein Weg am Bunnyhop vorbei. Wie der Sprung mit dem Bike funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Stell dir deinen Sattel möglichst weit nach unten, so kann er dich beim Bunnyhop nicht stören. Und wenn du auf deinem Bike sitzt und deine Beine durchstreckst, sollten deine Fußsohlen komplett den Boden berühren. Und am besten übst du mit flachen Pedalen. So lernst du am besten, das Hinterrad mit den Füßen anzuheben. Außerdem kannst du mit Klickpedalen beim Umkippen mit dem Bike oft nicht so schnell absteigen. Leg am besten Schienbeinschoner an, denn beim Üben kannst du von den Pedalen abrutschen. Oft schlägt die Pedale dann gegen das Schienbein und durch den Schutz wirst du nicht verletzt. Der Bunnyhop ist ja ein Sprung in die Luft. Das heißt, wir heben mit dem Vorderrad und dem Hinterrad vom Boden ab. Und genau daraus ergeben sich unsere Vorübungen. Wir zerlegen den Bunnyhop also in Einzelteile. Zuerst das Anreißen des Vorderrads in die Luft. Dafür fährst du in einer langsamen bis mittleren Geschwindigkeit. Jetzt machst du drei Bewegungen gleichzeitig. Wirf dein Oberkörper schnell nach hinten, streck deine Arme und beug deine Beine. So steigt das Vorderrad Richtung Himmel. Um das Vorderrad wieder abzusenken, bring deinen Oberkörper wieder nach vorne und streck die Beine. Falls du das Vorderrad zu stark anreißt und nach hinten kippst, steige einfach nach hinten ab. Dafür nimmst du einen Fuß nach dem anderen von der Pedale. Besser noch, ziehe deine Hinterradbremse. So senkt sich dein Bike wieder nach vorne ab. Wenn das mit dem Vorderrad gut klappt, üben wir das Ganze mit dem Hinterrad. Fahr wieder in einer langsamen bis mittleren Geschwindigkeit. Zunächst eine kurze Aufwärmübung. Mach deine Arme gerade, bis sie minimal gebeugt sind und behalte sie so. Dann die Beine beugen und wieder strecken. Auf diese Weise entlastest du dein Hinterrad und belastest dein Vorderrad. Das ist wichtig, damit das Hinterrad steigen kann. Im fließenden Übergang ziehen wir nun das Hinterrad hoch. Mit gebeugtem Bein fährst du an. Dann machen wir mehrere Bewegungen gleichzeitig. Wirf deinen Oberkörper nach oben vorne und streck explosionsartig die Beine. So drückst du dich über die Pedalen vom Boden ab. Das Wichtigste, die Fußspitzen gehen nach unten und die Fußsohlen drücken gegen die Pedalen. Zieh die Pedalen mit den Fußsohlen nach oben. Wenn du das Vorderrad und das Hinterrad einzeln anheben kannst, dann verfestigen wir das Ganze nochmal. Leg dir dazu einfach einen Stock auf den Boden. Heb nacheinander das Vorderrad und das Hinterrad darüber hinweg. Die letzte Vorübung ist der Rodeo-Hop. Wir stellen uns aufs Hinterrad und springen direkt aufs Vorderrad. Der Rodeo-Hop sieht aus wie ein Cowboy auf seinem wilden Pferd. Die Pedalstellung ist waagerecht. Zieh das Vorderrad hoch, wirf den Oberkörper nach hinten, streck die Arme und beug die Beine. So geht das Vorderrad nach oben. Jetzt springst du direkt aufs Vorderrad, streck deine Beine und drück dich so über die Pedalen vom Boden ab. Gleichzeitig bringst du deinen Oberkörper Richtung Lenker. Die Fußspitzen zeigen nach unten, die Fußsohlen drücken fest gegen die Pedalen und ziehen das Hinterrad nach oben. Wenn du den Rodeo-Hop kannst, dann bist du bereit für den echten Bunnyhop. Die Kurbelarme sind waagerecht. Zieh das Vorderrad hoch, wirf den Oberkörper nach hinten, streck die Arme und geh in die Hocke. Du stehst also kurz auf dem Hinterrad und dann kommt die Aufwärtsbewegung. Bring dein Körpergewicht blitzartig nach oben vorne. Die Hüfte geht Richtung Lenker.
Streck die Beine und drück dich über die Pedalen vom Boden ab. Die Fußspitzen zeigen nach unten. Die Fußsohlen drücken fest gegen die Pedalen und ziehen das Hinterrad nach oben. So bekommst du das Bike waagerecht in die Luft. Um noch an Höhe zu gewinnen, zieh den Lenker mit den Händen Richtung Himmel und winkel die Arme dann stark an. Auch die Beine werden Richtung Oberkörper angewinkelt. Zum Landen die Arme und Beine wieder lang strecken, damit du abfedern kannst. Damit du den Bunnyhop besser üben kannst, leg dir am besten ein kleines Hindernis auf den Boden. Ein Stock oder vielleicht einen leeren Rucksack. So hast du immer ein Ziel, das du anvisieren kannst. Und bevor du mit dem Bike richtig fliegen kannst, heißt es üben, üben, üben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Das war das Video Bunnyhop aus meinem Videokurs Die beliebtesten Tricks auf MTB und BMX seit Generationen. Vor meiner internationalen Karriere als BMX-Rennfahrer habe ich mir die Tricks als Kind selbst beigebracht. Die damals wie heute beliebtesten Tricks habe ich in einem Videokurs zusammengestellt, damit du sie einfach, richtig und schnell lernen kannst. 3 Videos sind kostenlos auf YouTube. Schau dir die Playlist an und abonniere diesen Kanal. Den kompletten Kurs mit allen 12 Videos kannst du dir kaufen auf bikeschule-hamburg.de. Lad dir alle Videos auf deinen Computer runter und übertrag sie auf dein Tablet oder dein Smartphone. So kannst du sie dir anschauen, wann und wo du willst. In jedem Fall wünsche ich dir viel Spaß beim Üben und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!